Hallo und moin moin! Hier ist wieder euer Hans-Jürgen Rasmussen mit den Game-Tipps. Und wir machen heute mal so einen richtig schönen Abenteuernachmittag und spielen Peter Jacksons King Kong. Das Game von Ubisoft, angelehnt an den gleichnamigen Film. Der kam im Jahre 2005, glaube ich, raus. Im Dezember war das, genau. War damals ein großer Kinoerfolg. Ich habe ihn auch gesehen. Fand ihn echt toll. Originalverfilmung übrigens war 1933. King Kong war übrigens das erste Monster, was ohne Literaturvorlagen auskam. Es gab zwei Neuverfilmungen. 1976, glaube ich, gab es eine. Da hatte der Dino De Laurentiis die Filmrechte erworben. Mit Jessica Lange, glaube ich. Und wie gesagt, 2005 mit Peter Jackson, genau. Naomi Watts hat die Rolle der Anne Darrow gespielt, der arbeitslosen Schauspielerin. Und natürlich mit Jack Black, genau. Der den Regisseur gespielt, der alles immer filmen wollte. Fast fanatisch. Das Spiel selber, ich habe es einmal durchgespielt, vor ein paar Jahren habe ich mir das mal gekauft. Ist wie gesagt an den Film angelehnt. Ich finde es an und für sich sehr schön gemacht. Und wie gesagt, wir gucken uns das einfach mal an und stürzen uns gleich mal ins Abenteuer. Den King Kong kann man übrigens auch spielen. Während des Spiels werden immer wieder die Charaktere gewechselt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Verschiedene bösartige Tiere in der Luft, im Wasser, auf Land. T-Rex spielt natürlich auch mit, lädt uns zum Essen ein, zum Frühstück oder als Frühstück. Es gibt übrigens zwei Variationen. Wenn man gut ist, überlebt der King Kong am Ende. Der ist ja dann oben auf dem Empire State Building. Wenn man gut ist, dann überlebt er. Wenn nicht, dann ist es am Film angelehnt, dann stürzt er runter. Ich finde die Musik sehr schön und ich fand auch, die Naomi Watts hat die Rolle der Anne Darrow sehr gut gespielt. Also sehr zauberhaft, ich war begeistert von ihr. Es war schon bald eine romantische Beziehung zwischen ihr und dem King Kong. Fand ich echt toll. Okay, und wir legen einfach mal los. Start drücken, ich weiß nicht mehr so genau, wie das geht, das erfahren wir während des Spiels. Wir erstellen neu. Okay. Yep. Das überschreiben wir, wir machen das neu. Entschuldigung. Beugen verkühlt. Okay. Wir gucken noch mal kurz in die Optionen, Audio, Untertitel machen wir natürlich ein, Sprache, Musik, Effekte vielleicht ein bisschen, boah, das lassen wir einfach mal so, wa? Das ist in Ordnung, Video, Spezialeffekte und so weiter, kann man alles freischalten. Okay, das muss man freischalten, dann kann man das, die horizontale umschalten, Steuerung, Version an, machen wir normal, genau, Fadenkreuz machen wir natürlich an und das Inventar auch. Okay, so, ja, und dann wollen wir loslegen, ne? Zurück. Jupp. Ja. Okay. Und wir legen los. Wir Schauspieler und Crew in einer Stunde auf dem Schiff haben. Karl, das kannst du nicht tun. Der Stuhl hat uns gedrängt, von uns seit Jahren zu reißen. Das ist unmoralisch. Dann sollen die mich verklagen, hä? Die können sich hinten anstellen. Ich lasse mir von denen nicht mein Fell kaputt machen. Wir haben drei Stunden Zeit, eine neue weibliche Hauptrolle zu finden. Oder wir sind am Ende. Es gibt tausende von arbeitslosen Schauspielerinnen in dieser Stadt. Und eine davon wurde geboren, diese Rolle zu spielen. Eine Frau, deren Reise ins Unbekannte führt. Voraus!
einzelne Filmszenen eingeblendet. Finde ich schon mal sehr schön. Macht das Ganze so ein bisschen lebendiger. Pazifischer Ozean, 12. Oktober 1933. Die Venture. Alles klar, Jack? Du siehst nicht gut aus. Du hörst dich ganz grün. Hier oben, Jack, schau mich an. Da steht hier oben, kein Knie. Schon gut, ich fühle mich besser. Die Steuerung ist besser. Sie sind wahnsinniger. Bei solchen Bedingungen kann man unmöglich landen. Das sind 6 Meter Wellen da draußen. Sie sind wohl verrückt, Engelhorn. Das ist sie. Das ist die Insel, die ich seit 8 Wochen suche. Ich bin noch nicht 12.000 Meilen auf diese stinkende Dampfer gefahren, um jetzt aufzugeben. Ich gehe an Land und wenn ich dabei draufgehe. Na, komm los, Jungs. Halt euch gut. Kameramann. Ich hab die Kamera, ich hab meine Hauptdarstellerin. Jack, bleib in meiner Nähe. Ich brauch dich direkt noch zum Umschreien. Schön, ne? Hat den Film und die Objektive, so viel ich tragen kann. Gut, verliert sie das bloß nicht. So, alles klar. Wie geht's Ihnen? Was wollen Sie? Wollen wir einen Film drehen? Wollen wir nicht erstmal dieses Boot an Land bringen? Die Sache ist nicht fertig. Mit Darrow hätte ich richtig besser auf dem Schiff geblieben. Unterschätze mal die Ellennächte. Sie ist aus New York. Sie ist an den Dschungel gewöhnt. Halten Sie ruhig, Männer! Einfach geradeaus! Sieh dir das an, Jack! Unglaublich, oder? Einfach perfekt! Da! Die Strömung hat uns erfasst! Das ist zu gefährlich! Wir drehen um! Vor über meine Leiche! Wir sind doch fast da! Komm, wir schaffen das! Die anderen. Oh. Erlöst mich! Ah! Oha. Das Brummen ist der Fernseher. Ich habe mal das Röhrengerät noch, aber ich finde, der hat ein sehr schönes Bild. Das stört uns nicht, ne? Jack, das Bewusstsein verloren. Hey Jack, du hast uns ganz schön erschreckt. Anne, bist du verletzt? Was ist passiert? Wir sind in die Felsen gekracht. Einer der Matrosen, Briggs, war sofort tot. Wir haben seinen Leichnam da drüben hingelegt. Yandero? Ich finde, das ist sehr schön gemacht mit der Grafik. Ich kann ihn nicht einfach da liegen lassen. Die Gesichtszüge sind sehr schön getroffen. Hayes versucht schon mit Engelhorn Kontakt aufzunehmen. Das Meer ist zu aufgewühlt. Wir müssen einfach hoffen, dass er uns gesehen hat. Falls ja, wird er uns sicher bald mit dem Wasserflugzeug suchen. Ja. Ich glaube das nicht. Das ist die Insel. Skull Island. Ja, in was ist nichts mehr, ne, oder? Einen Film zu machen. Der wird uns eine Menge Geld einbringen. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, lebend hier rauszukommen. Wir haben schon einen Toten da. Dann müssen wir da wohl hoch. Das ist der einzige Weg, verdammt. Ich kann kaum 5 Meter weit sehen. Ja, es ist zu dunkel. Ich hab da was, das uns helfen könnte. Gibst du mir eine Waffe oder so? Junge. Bereit? Dann raus hier. Jack, aus dem Bild, du schießt im Bild! Yes. 9 mm Luger. Vorsicht, der Anzug ist sehr empfindlich. Halt mich zum Schießen. Mit mir, Felix! Das ist doch endlich! Nachladen jetzt? Aha, Y. Gut, nicht schlecht, deine Stadt, Junge. Guck mal, noch mal ein bisschen
Junge, Junge. Kommt gleich so ein Killerkrachen an. Was ist da jetzt? Tür einschlagen. Womit? Was war das jetzt? Opa. Ach, dann. Anne, wo bist du? Wo ist die Anne? Da. Oh, ich finde das toll. Schöne Frau. Okay. Wollen wir mal gucken. Komm, wir müssen es zu der Klippe da schaffen. Hier sollten wir es schaffen können. Jack, hilf mir! Wir müssen die Tür öffnen! Ja. Bist du da? Halte durch, Jack! Ich komme! Ja, bist du denn jetzt da? Sollen wir aufmachen, Jack? Aha. Jack, Anne, kommen Sie mit mir! Ich möchte ein paar Probeaufnahmen machen! Jetzt? Sie wollen jetzt anfangen zu filmen? Sicher, warum auch nicht? Darum sind wir schließlich hier! Wir fangen mit ein paar Schreien an! Okay, sind Sie bereit? Und Action! Schreien Sie, schreien Sie um Ihr Leben! Das war nicht das Echo? Ich habe keine Ahnung, aber konzentrieren wir uns. Nutzen wir diese Anstelle. Machen wir noch einen Versuch. Wo ist der denn jetzt? Kann da nicht rein? Oh oh. Haben wir endlich. Oh. Fantastisch! Der geht nicht vorbei. Wo gibt noch die Krabben so weh? Jetzt aber nichts wie raus hier. Da kann er schnell landen. Da hinten liegt irgendwas. Oh, nee, das ist da. Nee, da kann ich runter. Er hat etwas abgeworfen. Achso, da ist er hier durch. Bedien dich, Jack. Aber sei vorsichtig, wie immer geladen. Wir sollten uns den Inhalt dieser Kiste sichern. Gott sei Dank, Engelhorn hat uns entdeckt. Haltet die Augen offen. Wenn ich ihn richtig einschätze, schickt er uns noch mehr. Okay. So. Zwischen der Pumpe. Oh, oh, oh.
Hilfe brauchen. Komm her und hilf mir. Alles klar, los geht's. Da ist noch ein Balken. Dort auf dem Boden. Wo? Oh. Ach, da, ich muss den Balken nehmen. Wo ist er? Da. Verkeil ihn in den Pfosten. Dann können wir das Ganze als Hebel benutzen. Nicht schlecht. Okay, versuchen wir es. Diese Tür, sie scheint nicht sehr alt zu sein. Funktioniert perfekt. Was meinst du? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall seltsam. Was ist mit dem zweiten Boot? Jimmy, Preston, Lumpy und alle anderen. Ich kann nur hoffen, dass sie es geschafft haben. Es ist einfach alles schiefgelaufen, seit wir diese Insel betreten haben. Herrgott, das ist eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt. Wir sind auf dem legendären Skull Island. Und ihr spielt in einem Carl Denham-Film mit. Was könnte es besser sein? Ist alles so ein bisschen unheimlich gemacht. So grau und grau, der Nebel da auf der Insel. Das fand ich auch echt gruselig in dem Film, wie ich den gesehen habe damals. Um nachzuladen. So, und auch die Eingeborenen, die sahen echt gruselig aus, ne? Und dann diese ganzen Tiere da. Vor allem, wie sie nachher dann diesen Abgrund gestürzt sind, mit diesen. Ja, wie gesagt, diesen komischen Verdauungstieren da, ne? Kann er da springen? Jo. Okay. Draußen. Wir müssen eine Wasserfläche im Landesinnern finden, damit der Flieger landen kann. Das haben wir noch nicht. Ja, ich kann hier nochmal hin. Ist da noch was? Ich würde aber sagen, wir machen hier mal einen Schnitt. Oder, Jungs! Jimmy! Lumpy! Wir sind hier drüben! Jimmy und Lumpy! Müssen wir nochmal gucken. Sind Sie okay? Hat er da nichts mehr? Da hinten ist noch was. Genau. Das tun wir uns noch mal eben. Okay. Lande hier drüben! Die Strömung ist zu stark! Zwei Reservemagazine. Okay. Und das schaffen wir niemals! Doch, das schaffen wir! Geht so schnell wie möglich an Land! Okay, wir drehen, gucken nochmal so ein bisschen diese hervorragende Umgebung, das mit dem Wasser ist auch sehr schön gemacht, ne? Das sieht also echt realistisch aus mit den Wellen da, ne? Schon mal unheimlich. Ich guck mal noch, ob ich speichern kann. Speichern, okay. Jupp. Jo, wir machen es ja neu. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und ich glaube, da mache ich ein Let's Play draus. Das ist auch ein neues Projekt. Max Payne hatte ich in Angriff genommen. Das machen wir auch weiter. Unsere anderen Let's Plays. Wir hatten noch The Thing. Und Mission Impossible. Starscream Hutch machen wir auch nochmal zu Ende. Aber das ist ein Spiel. Das ist für Sonntag so ein schönes Abenteuerspiel. Da machen wir ein Let's Play draus. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Und sage Tschüss und Moin. Bis zum nächsten Mal.